Liege ich mal im anderen Bett nebendran. Hier war ich ja bisher immer gelegen. Also ich kann ja mal aus meinem Steuerbescheid zitieren, habe ich gedacht. Und das andere Buch, was ich Ihnen noch vorstellen wollte, habe ich nicht gefunden. Über die Religion hatte ich Ihnen versprochen, aber das hier habe ich gefunden. Ne? Loriots heile Welten. Da kann man immer zitieren, das ist immer richtig. Immer in Form eines Bildes oder ganz kurz mal ein bisschen vorlesen. Aber was auch immer gut ist, Rechtsbehelfsbelehrung. Ja, ich soll ja lesen, wissen Sie. Nicht, dass Sie sich belästigt fühlen, schalten Sie aus, aber ich kann Ihnen mal die Rechtsbehelfsbelehrung vom Fiskus, so heißt er, vom Finanzamt. Eigentlich wollte ich ja das mit der dreifachen Eskalationsstufe nur erklären. Beim Witz ist es ja auch so. Beim Witz ist es so, es wird was erklärt, wo der Witz stattfindet, dann kommt die Steigerung, 2, und 3 ist dann die Eskalation, die Pointe, sagt man beim Witz, dann lacht jeder. Bei mir ist es aber auch so, wenn ich eine Frage stelle, dann wird es formuliert und auch begründet und dann meldet er sich nicht. Das darf er ja, er hat keine Lust oder keine Zeit. Also Ignoranz sagt man auch, wenn er sagt, hier, keine Zeit, ich melde mich später, dann ist auch gut. Aber wenn er gar nichts sagt, dann kommt die Nachfrage nach ein paar Tagen nochmal, hast du meine E-Mail bekommen vom so und so, vielleicht wird sie nochmal angehängt. Es wird nochmal eine Erklärung abgegeben, was gemeint war. Und wenn er dann nochmal, wenn er dann erneut nichts nicht antwortet, dann ist die Eskalationsstufe erreicht, dann gibt es einen Leserbrief. Wie Sie wissen, früher war das der Leserbrief, öffentlich heißt es dann, öffentlich, das, Öffentlichkeit, das ist nicht so gern gesehen, auch die Medien werden immer kritisiert, der Rundfunk, was soll das und so. Ich finde den Rundfunk gut, das habe ich neulich begründet, warum, auch wenn er vielleicht nicht genau meine Meinung vertritt, aber er bringt Informationen, die ich haben will, dafür ist der Rundfunk und hat einen Bildungsauftrag. Wer es anders sieht, der stellt sich ja sowieso gegen den Staat. Ich kann Ihnen nur noch mal von dem Rechtsanwalt Jun die Vorlesung empfehlen. Hören Sie sich das mal an, was der sagt und meint. Wenn Sie damit was anfangen können, ist gut. Wenn nicht, ist auch gut. Verstehen Sie? Gut, Rechtsbehelfsbelehrung jetzt erst einmal. Die Festsetzung von Vorauszahlungen kann mit dem Einspruch angefochten werden. Also kann ist wichtig, das ist Konjunktiv. Es kann angefochten werden, es muss aber nicht angefochten werden. Es gibt Leute, die fechten immer an, weil sie gegen den Staat sind. Ich bin also nicht gegen den Staat. Man kann natürlich der Meinung sein, mit deinen Steuergeldern werden Waffen gekauft. Dieser Meinung bin ich überhaupt nicht, weil der Sozialstaat wird ja auch finanziert. Ich kann auch eine kritische Haltung haben dem Staat gegenüber und dann bin ich Mitglied in einer Partei oder sage meine Meinung. Geht auch. Aber anfechten muss man nicht immer. Das habe ich jetzt angefochten. Warum habe ich angefochten? Weil ich krank bin. Bei Krankheit weniger Einkommen, ne? Aufgrund von Krankheit. Deswegen wird nicht mehr vorausgezahlt. Da war gemeint. Ne? So, der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle schriftlich einzureichen, dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. Ist auch klar. Ne? Also du musst dich richtig melden. Also nicht einfach motzen und nörgeln, dass man hier zahlen muss, sondern du musst es begründen. Begründet ist wichtig. Begründen und muss sie auskennen oder nachlesen. Sonst ist nichts weiter. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder, Klammer auf, nach einem zulässigen Einspruch, Klammer zu, eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. Alles klar, ne? Weiter. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens, Punkt. Dies gilt auch, soweit sich ein angefochtener Vorauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung erledigt. Ist auch klar, ne? Haben Sie es verstanden? Nein. Dann haben Sie einen Schlaganfall gehabt. Wenn Sie es nicht verstanden haben, haben Sie einen Schlaganfall gehabt. Wenn Sie es verstanden haben, haben Sie keinen Schlaganfall gehabt. Oder sind gebildet oder eingebildet. Ne? So, die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Also ich könnte jetzt mal hier weiterlesen. Sie sehen das, was hier gemeint ist. Ne? Sie sehen hier alles. Ne?
Und das ist interessant, was man hier sieht, ist tatsächlich so. Ne? Also, und was steht vorne? Ergebnis. Das Ergebnis. Was steht denn hier überhaupt? Einkommen, was steht hier? Vorauszahlung. Ach, Vorauszahlung, jetzt haben wir es. Ich habe mich gefreut. Das habe ich auch erwartet. Ich habe es begründet. Ne? Und deswegen steht hier, als Vorauszahlung werden festgesetzt und sind zu entrichten. Doppelpunkt. 0,00. Nächste Zeile 0,00 Strich. Nächste Zeile Solidaritätszuschlag. Solidarität. Bei Solidarität gibt es sogar einen Zuschlag. Und da gibt es noch die Dummen. Die Dummen. Jetzt sage ich mal ganz krass, die Dummen, die gemotzt haben, dass der Ossi auch den Solidaritätszuschlag zahlen muss. Warum muss der Ossi den Solidaritätszuschlag zahlen? Er hat es ja schlechter gehabt all die Jahre. Und neulich hat mal einer gesagt, ja, warum kriegt jetzt der Ossi keine richtige Rente? Ne? Also, oder, nee, andersrum, der hat ja nie eingezahlt. Dann habe ich gesagt, das ist ja rechtspopulistisch. Wer sagt denn, dass der Ossi weniger geleistet hat als der Wessi? Ne? Also, wer hier ist, kriegt halt Rente. Das nennt sich Sozialstaat, das ist ja klar. Ne? Also, und hier war jetzt gerade mal der Bescheid, ne? Der Bescheid vom Fiskus, und der sieht ganz gut aus. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommt noch der Loriot zu Wort. Was sagt der Loriot? Seit eh und je wurden die meisten Menschen auf der Straße aufgeklärt. Aber das ist gut, weil hier ist also ein Moment, wo ist dann hier? Ist es so rum? Der ist gut, ne? Sagt der Loriot. Leider ist ja der verstorben, der Loriot. Und man kann aber immer wieder zitieren von ihm und wach werden durch Loriot, weil das ist aus dem täglichen Leben, das stimmt tatsächlich. Na, der beste Witz ist ja der, der auf Wahrheit beruht. Ne? Also du bist schön, habe ich neulich schon mal erzählt, das sei der beste Witz, der kürzeste. Und deswegen ist Satire auch ein Lebensprinzip. Und heute ging es bei Harald Schmidt ja um den Zyniker, ne? Wer das sei. Also nur mit Zynismus kann man auch vielen den Tag verderben. Das ist natürlich nicht mein Stil, nur zynisch zu sein. Man kann auch mal zynisch sein, wenn irgendwas überhaupt nicht funktioniert und man hat es fünfmal gesagt und das kommt nicht an. Ne? Hat sich vielleicht falsch ausgedrückt, aber ich habe keine Lust, fünfmal das Gleiche zu sagen. Das mache ich auch nicht mehr. Ich bin radikaler geworden, habe ich neulich zu einem Arzt gesagt. Warum das? Ne? Ich habe gesagt, ich habe keine Lust. Ne? Ich muss nicht jedem auf dieser Welt alles erklären. Wenn einer anruft und hat eine Frage, kriegt er die Antwort. Und wenn sie ihm nicht schmeckt, dann soll er nachlesen und gerade nochmal anrufen. Kriegt er nochmal die Antwort. Aber wenn er überhaupt nichts kapiert, ich habe dann keine Lust mehr. Das will ich nicht mehr. Das habe ich ja mein Leben lang gemacht, wissen Sie. Aber man kann nicht die Welt retten. Die Welt retten gibt es sogar ein Lied. Die Bilder sind sehr, sehr schön. Die sind ja auch vom Knöfel, von dem Maler Knöfel hier. Und hier ist auch noch eine Lampe, sehe ich gerade. Ich liege tatsächlich woanders. Und das habe ich auch mitgebracht. Da hatte ich zwei davon im Krankenhaus, eins hinten rum und eins vorne rum. Ne? Also was mir auch noch eingefallen ist vorhin, war das Bild, was mir gut gefällt, aus irgendeinem Western, wo der Colt hängt ja locker, wenn einer vorbeikommt, ein Indianer, ne? Muss man ja schnell ziehen. Ne? Also so, oh, hier krumm. Die Ärzte, warum sind ihre Finger krumm? Und ich, ah, das ist ein alter Hut, Dupuytren, huch. Die deutschen Ärzte, jetzt kommt die Wahrheit, wussten gar nicht, was Dupuytren ist. Was ist das? Aber die internationalen Ärzte mit einer anderen Ausbildung, nicht aus Deutschland, wahrscheinlich, die wussten Bescheid, weil das ja Lateinisch ist. Französisch war ein Witz. Nee. Können Sie Altgriechisch? Hoplon, habe ich dann gesagt. Hä? Altgriechisch. Hendiadion, ne? Das weiß ja sogar der Witzeerzähler Jürgen von der Lippe. Selbst der kann Lateinisch und Griechisch, hat man jetzt gelernt. Jetzt sind 10 Minuten erreicht. Außerdem habe ich jetzt langsam Hunger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Machen Sie das Beste draus. Nur der heutige Tag zählt und tschüss.